Hallo, ich bin Anne Kuhnert und ich bin Bildungsreferentin. Das ist kein ausgeschriebener Beruf. So nennt man sich, wenn man in der politischen Bildung arbeitet und wenn man Jugendämter berät und genau für die Ministerien arbeitet. Also wir haben ein Escape Room in manchen Teilen Deutschlands auch Exit Room genannt. Wir haben ein Escape Room entwickelt, also eine Gruppe von Menschen in einen Raum, eine Stunde Zeit, um da rauszukommen und ganz viele Rätsel lösen müssen. Und wir haben das kombiniert mit politischen Inhalten, sprich zu verstehen, wie funktioniert Populismus, indem man sich auch Gruppendynamiken anguckt, indem man schaut, wie die Gruppe miteinander arbeitet und indem sie Aufgabenstellungen bekommen, die sie zum Teil manipulieren könnten oder auch nicht, das entscheidet die Gruppe selber. Na, das Schöne ist, dass man mittels so spielerischen Elementen nicht so moralisch daherkommt. Das heißt, das Lernen funktioniert viel einfacher, weil über Spielen Endorphine freigegeben werden und die Kinder und die Jugendlichen einfach viel besser lernen können, weil sie Lernen nicht als solches empfinden, sondern weil sie spielen. Und gleichzeitig haben wir das kombiniert mit Informationen, die sich hier auch im Raum befinden und mit dem, wie die Gruppe funktioniert, die wir dann im Nachhinein auswerten und uns aufzeigen können. Da geht es um demokratisches bzw. nicht demokratisches Handeln, weil wir uns absondern und exkludieren.